Hallo und herzlich willkommen zum POP, zum Pastor's Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind Iris und Bernd See und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und um Richtungshilfen geht es hier heute im POP 143. Wir dachten uns, die Ferien haben ja jetzt auch in Hessen und Rheinland-Pfalz gerade angefangen. In anderen Bundesländern laufen sie schon ein bisschen länger. Wäre doch eine gute Idee, euch nochmal mit einem guten Impuls so in den Ferien zu beglücken. Und ich hoffe, ihr seht das genauso. Denn heute sprechen wir darüber, wie wir als Christen auch durch unwegsames Gelände kommen können. Wir sehen, ich habe mir von meinem Sohn mal ein bisschen geländegängigeres Modell ausgeliehen und Iris hat dasselbe in klein. Also das Leben ist ja nun mal nicht immer nur eine Schnellstraße oder eine Autobahn, sondern ja, da gibt es manchmal auch unwegsame Gelände und da ist es gut, man hat ein bisschen mehr Grip auf den Reifen und ein bisschen mehr Bodenfreiheit und kommt dann auch durch ein bisschen wilderes Gelände durch. So, wir wollen euch heute helfen, euren Allradantrieb sozusagen anzuschalten. Darum geht es im Primären. Natürlich gibt es auch weitere Informationen, News und so weiter zum Christuszentrum Limburg. Alles, was wichtig ist, dann zum Schluss nach dem Thema. Ja, wir haben ein Zitat des Monats. Und das stammt von C.S. Lewis. Genau. Und der hat unter anderem gesagt, die Debatte um Glaube und Werke ist wie die Frage, welche Schneide bei einer Schere wichtiger ist. Cool. Genau. Konnte noch keine beantworten. Ich brauche immer beide. Ja, Christen mit Allradantrieb. In den ersten Versen des ersten Kapitels des Jakobusbriefs werden vier geistliche Prinzipien genannt, die wir uns heute anschauen. Jedes sozusagen ein Rad mit eigenem Antrieb und zusammen ziemlich mächtig. Jakobus war ja der Halbbruder von Jesus, der nach seinem Tod und seiner Auferstehung die erste Gemeinde in Jerusalem übernommen hat als Leiter und auch dort respektiert und akzeptiert wurde von Aposteln selbst. Und der hat diese Dinge uns mitgegeben. Er sagt, Freude, Geduld, Glaube und Weisheit. Das sind die vier Räder, damals gab es natürlich noch keinen Allradantrieb, aber das sind die vier Räder, mit denen wir durchs Leben kommen und die uns zusammengenommen mächtigen Grip geben und Antrieb geben. Manche Christen, die wir so beobachtet haben die letzten mehr als drei Jahrzehnte, die hatten versucht in ihrem Leben nur mit Hilfe zum Beispiel des Glaubens erfolgreich zu sein. Vielleicht haben sie immer wieder dasselbe proklamiert, haben die Bibelstellen immer wieder rezitiert. Und das ist eine gute Sache, definitiv. Glauben ist ein mächtiges Instrument. Aber wenn das alles ist und die anderen Dinge dabei nicht vorkommen, dann hat manch einer Schiffbruch erlitten. Nicht, weil Gott das nicht ehren wollte, sondern weil diese Dinge einfach zusammengehören. Die arbeiten zusammen. Oft fehlte da vielleicht die Freude oder die Ausdauer fehlte einfach. Man tut die richtigen Dinge, tut sie aber nicht beständig und dann kommt das Ergebnis nicht, was eigentlich vorherbestimmt gewesen war. Daher ist diese Botschaft vielleicht auch gerade für dich besonders wichtig und hilfreich. Weil beim Fahren hat man nämlich eine weit bessere Zugkraft, wenn alle vier Räder eigenen Antrieb besitzen und gleichzeitig angetrieben werden, besonders eben, wie gesagt, im schweren Gelände. Und da gehen wir als Menschen leider manchmal durch. Zumindest ist uns das so aufgefallen, dass wir eben nicht immer nur auf der Autobahn mit runtergedrehtem Fenster, so Arm raus und cool mit unserem Sportwagen. Haben wir einen Sportwagen hier? Oh ja, guck mal, sag mal. Das ist doch so die Sunny Side of Life, ja, so das, was wir alle gerne mögen, mit einem Muscle Car, einem coolen Auto in der Gegend rumzufahren und das Leben ist schön und alles funktioniert, wir sind jung, wir sind hübsch, wir sind gesund. So, das ist nice, das wünschen wir uns alle. Ja, so, also, aber wir sind nicht immer da. Und wir wissen es, je älter wir werden, desto mehr merken wir auch in unserer Umgebung, die Zerbrechlichkeit des Lebens, die ist einfach vorhanden. Und deswegen gibt es dann den Allradantrieb, den wir uns eben hier auch anschauen wollen. Ja, Paulus legte großen Wert darauf, den ganzen Ratschluss Gottes in Apostelgeschichte 20, 27 steht es, zu verkünden. Eben nicht nur den Teil, der uns gerade besonders viel Spaß macht oder der uns schon mal sehr geholfen hat, sondern den ganzen Ratschluss. Und da gehören eben mehr Dinge dazu als nur den Glauben oder als nur die Freude. Da gehören auch andere Dinge dazu. Und die schauen wir uns heute an, denn auch die ganze Waffenrüstung Gottes, Epheser 6, kennt ihr vielleicht, auch das hat Paulus beschrieben, auch da nutzt es nichts, du hast nur das Schwert oder du hast nur den Schild oder du hast nur den Helm, sondern was nutzt dir das, wenn du im Kampf bist? Du brauchst all die Gegenstände
Und die zusammen geben dir eine Rüstung, geben dir eine Angriffswaffe, geben dir Verteidigung, alles, was du brauchst, um im Leben die Dinge auch durchzustehen, die eben nicht so angenehm sind. Gott wusste, dass das Leben nicht immer nur einfach ist. Ja, und dieses Gleichgewicht, das ist uns ganz wichtig. Und ich bitte dich, liebe Iris, dass du uns jetzt mal aus Jakobus 1, die ersten, oder die Verse 2 bis 5 bitte vorliest. Mhm. Ich könnte mir in der zweiten Cappuccino, das ist eine gute Gelegenheit für dich, auch wenn du hier mit uns ein bisschen abhängen willst, jetzt zu diesem Pop, dann hol dir doch auch was Nettes zu trinken, lehn dich ein bisschen zurück und genieß einfach mal die Zeit mit uns. Ja? Das Leben ist so schnelllebig, da braucht man manchmal solche Cappuccino-Momente. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Also das geht doch auch für Frauen, oder? Gibt auch so Frauen, oder? Ich meine, nicht nur wir Männer haben manchmal da die Schwierigkeiten, geteiltes Herz zu haben, sondern, ja, ihr wisst, das war jetzt ein bisschen komisch. Komisch fand ich aber, dass du gesagt hast, wir sollen uns freuen, wenn wir eine Anfechtung haben. Das hat ja der Jakobus gesagt. Ach so. Ich fand das auch lange Zeit komisch. Also, weißt du, das ist ja nicht das Erste, was mir einfällt, wenn ich gerade so richtig in eine Krise reinrutsche und sage, yeah, ich freue mich so, eine Krise ist da, eine Anfechtung, es geht mir gerade so richtig bescheiden. Der Graham Cook, der sagt das so. Der macht das immer genau, wie du jetzt gesagt hast. Der sagt, wenn du eine Anfechtung hast, dann rufst du deinen Freund an und sagst, hey, hey, du hast ja keine Ahnung. Stell dir vor, was mir passiert ist. Ich hab eine Anfechtung und zwar eine richtig große. Ist das nicht cool? Wow, das sollten wir vielleicht probieren. Das ist eine coole Sache. Biblisch wäre das ja. Ja, deswegen. Biblisch ist genau das, was da geschrieben steht. Wir sollen uns freuen. Nicht über, aber in der Anfechtung. Mhm. Weil so eine Anfechtung, wenn sie nämlich überwunden ist, uns stärker zurücklässt als vorher. Unser Charakter wird geschliffen, aber auch die Umstände verändern sich in dieser Zeit in der Regel. Das Wort, das hier mit Anfechtung Luther gebraucht, ist übrigens so, die neue Genfer zum Beispiel sagt Prüfung, oder die Elberfelder sagt Versuchung. Also dasselbe Wort, was mit diesen drei Begriffen übersetzt wurde, ist das Wort Peirasmus. Das bedeutet so viel wie ein Test von Medikamenten in ihrer Wirkung gegen bestimmte Krankheiten zu prüfen. Also so ein Indikatortest eigentlich. Ja. Was bewirkt das Gutes? Das ist so das Wort, was hier mit Anfechtung oder Prüfung. Menschenversuch. Ja, gewissermaßen sagt Gott, nimmt es doch hier als einen Test der Wirksamkeit meines Wortes, meiner Kraft. Wenn ihr in so Anfechtungen kommt, dann seht ihr nämlich erst so richtig, was ich für euch tun kann und was ich für euch tue und was in euch passiert, wenn ihr im Glauben bleibt und die Dinge geistlich richtig behandelt. Also der Zusammenhang entscheidet darüber, welche Übersetzung des Wortes jeweils angemessen ist. Eben ist es Anfechtung, ist es Prüfung, ist es Versuchung. An dieser Stelle hier, in Jakobus 1, geht es um Versuchung, nicht um Versuchung, sondern um Prüfung. Also um Prüfung durch verschiedenartige Probleme und Anfechtungen. Es ging Jakobus nicht um eine Verherrlichung von Versuchung oder dass man diese gar suchen sollte. Da gibt es ja auch Extremlehren in die Richtung. Sondern es spricht von Versuchung des Alltags, in die man einfach so gerät. So als Mann hast du das bestimmt schon mal gesehen. Du stehst vor einer Zeitschriftenabteilung und guckst im Regal die Dinge durch. Und dann siehst du im obersten Fach irgendwelche nackten Frauen und ja, die Versuchung ist da, weil das durchaus Trigger sind, die uns Männer ja reizen. Ja, wenn wir da gewisse Dinge sehen, dann möchten wir davon noch mehr sehen. Das ist so in uns angelegt. Aber das ist sagen, ich gucke da jetzt nicht hin, weil das ist nicht meine Frau, die da abgebildet ist. Gott sei Dank nicht. Sondern ich gucke dann die Etage weiter unten und schaue mir schöne Autos an oder was auch immer. Oder Fitnessmagazine oder was auch immer du dir da anschaust. Also diese Versuchungen kommen einfach. Die sind nicht,
ja, unbedingt von jemandem jetzt geplant gegen dich eingesetzt, sondern das ist der Alltag, in dem wir leben, der gefallene Welt, wo eh ganz viel Mist läuft. Ich meine, schalt das Fernsehen an, schalt die Nachrichten an. Du weißt, was ich meine. Jakobus sagt nicht, dass wir uns an Versuchungen freuen sollen, sondern dass wir uns freuen sollen, wenn wir irgendwie hineingeraten. Weil Freude an sich, und zwar die Freude am Herrn, eine Kraftquelle ist. Du magst jetzt vielleicht ein Elektroauto schon haben, was eine massive, starke Batterie hat, was dich ein paar hundert Kilometer weit bringt. Das ist nichts im Vergleich zu der Kraftquelle, die Freude am Herrn in dir darstellt. Diese Kraftquelle, die bringt dich durch die übelsten Situationen in deinem Leben. Das ist echt ein wichtiger Teil dieses Vierradantriebs, den wir brauchen. Unser deutsches Wort Erfahrung ist eine Übersetzung des lateinischen Experiri. Experiri, ja. Kein Latein, deswegen muss ich das hier zweimal lesen. Das bedeutet seinerseits, auf demselben Wortstamm geht es zurück wie das griechische Wort Peirasmos für Versuchung, was wir uns eben angeschaut haben. Wir sollen es also für Freude einschätzen oder bilanzieren bzw. anrechnen, wenn wir in mancherlei alltägliche Versuchung geraten. Das ist eine neue Sichtweise vielleicht für dich. Vielleicht ist das der entscheidende Punkt, warum du hier heute hineinschaust oder zuhörst und in den Podcast hörst, dass du anders mit diesen Dingen umgehst als bisher. Statt rumzujammern und all deine Freunde anzurufen und denen zu sagen, wie dreckig es dir gerade geht, könntest du tatsächlich hier anders mit umgehen. Und probier es doch mal und schau mal, was das mit dir macht und was das mit der Situation auch macht. Ich habe hier 5 wichtige Tatsachen über Freude mal zusammengetragen. Das erste ist, Gottes Freude funktioniert unabhängig von den Umständen. Ich möchte erzählen von einem traurigen Beispiel. Eine Freundin von uns hat ihr Kind verloren. Ein kleines Kind noch, war, glaube ich, noch kein Jahr alt. Und am Tag der Beerdigung, Iris hat die Beerdigung gehalten und ich war zu Hause und habe für unsere Freundin gebetet und habe gebetet, dass Gott ihr in dieser furchtbar traurigen Situation göttliche, übernatürliche Freude schenkt, weil ich um diese Kraft weiß, was Freude ausmacht im Leben, selbst wenn wir durch Krisen gehen. Und ich habe das gebetet und war nachher auch bei der Beerdigung mit, nach der Feier noch mit dabei. Und dann kam sie zu mir und sagt, weißt du, das war eine ganz schön schwierige Situation, aber ich traue mich das kaum zu sagen. Ich habe in mir drin die ganze Zeit so eine Freude gehabt. Und ich wusste, was sie beschrieb. Ich habe das selbst erlebt. In Situationen, wo du voller Traurigkeit bist und echt Grund hast dafür, wenn Gottes Freude da reinkommt, verändert es alles. Du bist dann nicht mehr unter den Umständen. Dir geht es nicht unter den Umständen gut, sondern du bist über den Umständen. Und über den Umständen geht es dir immer gut, auch wenn die Umstände immer noch dieselbe sind. Das ist so eine Sache, die ich wirklich gelernt habe über Freude. Freude ist aber auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung für Vertrauen, für Gottvertrauen. Dass wir uns, ja, dass wir beschließen, ich glaube Gott, anstatt den Umständen, den Ängsten und den Erfahrungen, die ich vielleicht gerade mache oder gemacht habe. Und das sagt die Bibel, nein, die Bibel sagt in Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, steht da, oder? Ja. Alle Dinge zum Besten dienen. Das bedeutet, mitten in der Anfechtung kann ich durch die Freude, durch meine Liebe zu Gott, durch mein Gottvertrauen, Positives rausziehen und komme am Ende siegreich durch. Ja. Und was ich eben schon zitiert habe aus Nehemia 8, Vers 10, ist, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und als Nehemia das schrieb, war das ja nicht so, dass er gerade das perfekte Leben führte. So eigenes Haus, Familie, Kinder, alle gesund, guter Job. Sondern er war eigentlich gerade im Ausland gegen seinen Willen. Er und das ganze Volk, oder der größte Teil des Volkes war er, in Gefangenschaft geführt worden. Jerusalem lag zertrümmert und zerstört da. Und Nehemia hatte ja einen Auftrag, auch hier was zu verändern. Und wir wissen, er hat da einiges bewegen können, richtig cool. Und er wusste um diese Kraft der Freude, mitten in auch der scheinbar ausweglosen Situation. Und diese Freude hat vieles verändert, hat letztendlich die Mauern der Stadt wieder aufgebaut und hat Jerusalem eine neue Chance gegeben. Das passiert auch in unserem Leben, wenn wir die Freude am Herrn als Kraftquelle nutzen, dann baut diese Freude auch Dinge auf, die wir kaputt gemacht haben. Und man ist ja selbst schuld an dem Gericht, was sie da erlebten. Und wir sind oft auch schuld an Dingen, die wir erleben. Nicht alle Umstände kommen direkt vom Teufel oder erst recht nicht von Gott, sondern die kommen, weil wir Fehler gemacht haben. Und wir sind Menschen, die Fehler machen.
Also egal, wie lange du gläubig bist, glaub mir, da gibt es nicht den Tag, wo das nie wieder passiert, bevor du im Himmel bist. Zumindest nicht. Dann wird es so sein. Ja. Die Freude, so schreibt uns Paulus im Galaterbrief auf, ist auch eine Frucht des Geistes. Stimmt. Bedeutet etwas, das entsteht, wenn ich meinen Fokus auf dem Heiligen Geist habe und aus meinem wiedergeborenen Geist heraus lebe. Sie ist eine Eigenschaft Gottes, die in mir ganz automatisch entsteht durch meine Verbindung zu Gott. Ja, und das Abrundende, der letzte, fünfte Punkt hierfür ist, Paulus sagt uns im Philipperbrief 4,4, freut euch im Herrn alle Zeit. Nicht für alles, nicht dankbar sein müssen für alles, aber in allem. So sollen wir uns auch in allem freuen, weil eben diese Freude oft der entscheidende Faktor ist, der die Situation verändern kann. Wenn wir uns also nur der Traurigkeit hingeben oder der Verlorenheit oder des Versagens, dann kommen wir nicht raus aus den Umständen. Das heißt, die Umstände triumphieren über uns. Wenn wir aber in der Freude wandeln und uns, wie Iris eben sagt, Freude ist eine Entscheidung, uns darin aufhalten und das lernen und eintrainieren, dann, wenn alle traurig sind, fangen wir an, uns zu freuen. Das müssen die anderen nicht verstehen. Wir müssen das auch nicht nach außen tragen. Das ist etwas, was innen drin auch passiert und stattfindet im Schwerpunkt. Wobei man es auch manchmal außen sieht. Okay, das ist das erste Rad unseres Geländewagens. Und jetzt gehen wir in den zweiten. Das zweite Rad. Damit haben wir die erste Achse nämlich schon voll. Und das zweite Rad ist vielen von euch sehr bekannt und auch sehr beliebt, weil wir da coole Sachen schon miterlebt haben, nämlich der Glaube. Freude, Glaube, die erste Achse. Und Glaube, sagt jemand, ist ein Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Das ist super. Nur der Glaube kann versucht werden. Wo kein Glaube ist, da ist auch keine Versuchung. Insofern sind Versuchungen ein Kennzeichen echten Christseins. Wenn du also versucht wirst oder wurdest, dann sei nicht traurig und denk nicht, oh, ich bin ein besonders schlechter Mensch oder schlechter Christ, sondern sag, ey, dann mache ich wohl was richtig. Wenn Versuchungen kommen, okay, dann ist wohl jemand interessiert, mich abzulenken. Weißt du, der Teufel kann dir als Christ, der im Willen Gottes ist, nichts tun. Er kann dich versuchen abzulenken. Er kann dich versuchen zu beeinflussen durch Worte, die er dir gibt, durch Gefühle, die er versucht hervorzurufen in dir, wie Minderwertigkeit und Versagen und so weiter. Oder ich bin nicht geliebt von Gott. Solche Lügen versucht er dann zu verbreiten. Über Glauben sprechen wir in unseren Pops und Predigten ja sehr viel. Darum werden wir hier ein paar wichtige Eckpunkte zusammentragen und das Thema aber nicht ganz so weit ausverlieren, weil das wäre ein Thema für 100 Pops am Stück, so, da könnte man über Glauben reden und würden immer noch nicht zu Ende sein. Im Hebräer 11, Vers 1 steht eine der Grundstellen über biblischen Glauben, die solltest du kennen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Dieses Wort, was hier mit feste Zuversicht übersetzt wird, können wir auch Verwirklichung oder andere Übersetzungen schreiben hier stattdessen den Begriff Verwirklichung, Grundlegung oder auf Englisch Substance. Und übersetzt hier wird aus dem Griechischen, aus dem Grundtext des Neuen Testaments, das Wort Hypostasis. Klingt so ein bisschen nach Science Fiction irgendwie. Das erste Wort, der erste Wortteil dieses zusammengesetzten griechischen Begriffes ist hypo, bedeutet an der Seite. Und der zweite Teil, stasis, bedeutet stehen. Zusammengenommen, übersetzt, haben wir also die Vorstellung, dass an der Seite von etwas, dass etwas an der Seite von etwas steht. Bedeutet, der Glaube, wenn er einmal gefunden hat, was er will, bewegt er sich nicht mehr weg, bis er empfängt, was er sucht. Da steckt ja auch so ein Stück weit im positivsten Sinne Sturheit drin, ja. Entschlossenheit, Festhalten. Es hat etwas mit Dauer, mit Ausdauer auch zu tun, der Glaube. Das heißt, der Glaube ist resolut, er ist beständig. Er hat Köpfchen und er hat Rückgrat. Er schaut den Widerständen mitten ins Gesicht und weigert sich nachzugeben. Er Hypostasis, er steht an der Seite. Er ist fest, unnachgiebig, unbezähmbar, unermüdlich, stur und unflexibel.
Hey, im Glauben darf ich mich verbeißen ja. an die Dinge, die ich möchte. Bulldoggen-Glaube, ihr, das hat mir immer gepredigt. Das stimmt, eine coole Predigt. Und eine schöne Präsentation mit ein paar hübschen Bildern. Such sie auf YouTube raus. Glaube beugt sich also nicht unter Druck. Er hat stattdessen die Entschlossenheit, unter allen Bedingungen zu glauben, ob Regen oder Sonnenschein, bis er die Manifestation, also die Verwirklichung dessen sieht, was Gott gesagt oder gesprochen hat. Solcher Glaube entspringt aus unserer Beziehung zu Gott und der Hingabe an seine Pläne und Absichten. Oh, du kannst es ja steuern. Ja, ich habe eine Hand-of-God-Steuerung, so nennt sich das tatsächlich. Da kann ich die vordere Achse mit lenken. Das gefällt mir, die will ich auch. Hand-of-God-Steuerung, genau, die brauchen wir auch als Christen. Wobei das gruselig ist, diese autonomen Autofahrdinger. Ja, das meine ich ja nicht. Wir reden ja von unserem Lebensweg, den wir machen. Ja, ob diese anderen Fahrweise, ob die jemals so durchkommt, wie man das heute so glaubt. Keine Ahnung, aber ich weiß, dass nach Freude und Glaube die dritte Achse, und die ist lenkbar, die Geduld ist. Das ist jetzt nicht unbedingt das prominenteste Wort, auch nicht unter charismatischen Christen. Aber weißt du, wenn du das Neue Testament liest und die Urgemeinde dir anschaust, Geduld war die Königstugend im frühen Christentum. Und das ist sie auch heute noch. Und Glaube ist nicht, was Geduld bewirkt oder ja, hervorbringt, aber bewährter Glaube schon. Mhm. Bewährter Glaube erzeugt Geduld. Und Geduld ist eine große Kraft, so beschreibt das Neue Testament zumindest Geduld. Das Wort Hypomonä, wir sind heute im Griechischen unterwegs, für Geduld, was übersetzt wird mit Geduld, das ist kein passives Hinnehmen der Situation, kein ohnmächtiges Erleiden, sondern ein aktives Widerstehen mit dem Blick auf ein konkretes Ziel. Merkst du den Unterschied zwischen dem, was wir manchmal so für Geduld halten? So, ich bin das Opfer und ich muss das alles jetzt ertragen. Klingt und aushalten. Wie Passivität ja, genau. Und Opfermentalität. Aber Geduld ist aktiv. Mhm. In krasser Weise sogar ein Widerstehen im Blick auf ein konkretes Ziel. Ich lasse mich nicht von dem Ziel abbringen. Und der Glaube, haben wir eben gelesen, hat ja dieses Bild der Hoffnung. Ohne Bild der Hoffnung kein Glauben. Weil, wir haben das schon mal hier gesagt, erinnerst du dich, die Lokomotive war der Glaube und der Anhänger, das war das, was die Lokomotive zieht. Und je nachdem, was ist in dem Anhänger, das ist das Wichtige. Der Glaube zieht das, was im Anhänger ist. Das kann auch Unglaube sein. Wenn da Zweifel und Ängste drin sind, dann zieht der Unglaube das Zeug. Wenn es Glaube ist, dann sollten Dinge drin sein, positive Bilder der Hoffnung, die du aus der Bibel oder von Gott direkt gehört hast für dein Leben. Zum Beispiel, wenn du krank bist, ist das Bild deiner Wiederherstellung, deiner Heilung. Wenn du bankrott bist, ist das dann Ziel deiner finanziellen Versorgung und Wiederherstellung, dann des Aufbaus deines Lebens auch wirtschaftlich wieder. Und so weiter. So kannst du auch Träume und Visionen haben für dein Leben, die über das hinausgehen. Und das ist in diesem Anhänger. Das ist dann das Bild der Hoffnung. Und dieses, wenn es bewährt ist, das produziert tatsächlich Geduld. Es handelt sich um eine aktive, kämpferische Geduld, im Unterschied zum Ausharren und geduldigen Erwarten von etwas, auf das man keinen Einfluss hat. In der frühen Gemeinde, wir haben eben von Jerusalem gesprochen, in der Zeit auch, wo die ersten Gemeinden gegründet wurden, in Ephesus, in Philippi, in Kolossä und so weiter, da war die Gemeinde Christi unter starkem Druck. Das war so eine Situation, die ging eigentlich mit ein paar Ausnahmen fast 300 Jahre lang. Die Verfolgung durch die römischen Cäsaren, durch die Kaiser, immer wieder mal gab es mal alle paar Jahrzehnte mal eine kurze Pause, je nachdem wer gerade regierte, aber das war eigentlich eine Sache, die zog sich über Generationen hin. Da war ein großer Druck auf den Gläubigen. Die konnten nicht sagen, ey, ich bin Christ, jetzt ist das Leben gut. Sondern, oh, ich bin Christ, jetzt wird es richtig anstrengend. Weil jetzt kommen Leute, die das nicht mögen, dass ich Gott anbete. Die wollen, dass ich andere Götter anbete oder den Kaiser anbete oder. Was, selbst wenn du heute echt große Schwierigkeiten hast, glaub mir, es ist in den seltensten Fällen auch nur ein Vergleich zu dem, was die ersten Christen mitgemacht haben. Und ich möchte die Umstände, in denen du lebst, in keinster Weise klein machen. Ich weiß, dass es schlimme Situationen gibt, auch in dieser Zeit, durch die man durch muss. Deswegen, ich rede das nicht klein. Aber die Wahrheit ist, dass nur sehr wenige Menschen, die heute leben, den Level an intensiver Opposition erleben, der diesen frühen Gläubigen ins Gesicht schauten. Ich hätte jetzt von unserer Zeit, von unserem westlichen Lebensstil. Wir wissen, es gibt andere Länder, wo es ganz anders aussieht, auch heute. Ich bräuchte auch in Nordkorea kein Christ sein.
oder in Bereichen von China oder in anderen Ländern, wo massive Verfolgung kommt. Aber für uns hier im Westen, hier gerade in Deutschland, Österreich, Schweiz, in Europa, wir haben hier relativ wenig zu befürchten, auch wenn es mal Ausschreitungen geben kann. Das ist dann eher die Ausnahme. Überleg mal, kennst du jemanden, der lebendig an hungrige Löwen verfüttert wurde? Nein. Kennst du jemanden, der an einem Pfahl, an einem Holzpfahl wegen seines Glaubens verbrannt wurde, um dem Kaiser Nero seinen Garten ein bisschen zu erleuchten? Nein. Oder auch nur jemanden, der wegen seinem Glauben im Gefängnis sitzt. Ich meine wirklich wegen seinem Glauben, nicht weil er vielleicht Leute beleidigt hat oder da, ja, das meine ich jetzt nicht, sondern wirklich wegen seinem Glauben. Ich kenne niemanden. Ja, seit die DDR nicht mehr da ist, dürfte das auch so nicht mehr passieren in unserem Land. Diese Dinge geschehen so oder so ähnlich heute in anderen Ländern, in Ländern mit antichristlicher Regierung. Es ist eine statistische Tatsache, dass seit dem Jahr 1900, das ist gerade mal 123 Jahre her, mehr als 29 Millionen Gläubige allein wegen ihres Glaubens an Jesus Christus getötet wurden. 29 Millionen wegen ihres Glaubens. In der Zeit, wo wir morgens aufstehen, uns anziehen und auf dem Weg zur Arbeit sind, hat bereits ein Mensch wegen seines Glaubens sein Leben niedergelegt. Jeden Tag. Das bringt ein anderes Licht auf die Probleme, die wir in unserer freien Welt haben. Unsere Probleme haben mit Beziehungen, mit Finanzen, mit familiären Dingen, mit gesundheitlichen Herausforderungen und anderen Dingen, die eine persönlichere Natur haben, zu tun. Der Stress, den Gläubige in unserer Region haben, hat meistens damit zu tun, dass wir zu viel zu tun haben, beruflich unter großem Druck stehen und mit vollen Terminkalendern zu kämpfen haben. Auch wenn wir nicht mit hungrigen Löwen zu tun haben, so geht auch heute es darum, richtig mit hochstressigen Situationen umzugehen. Ich sagte eben, die frühe Gemeinde nannte Geduld die Königin aller Tugenden. Sie glaubten, dass wenn man diese Tugend beherrsche, man alles überleben könne, was gegen einen kommt. Und genau diese Königstugend ist es, die du und ich benötigen, um siegreich mit den derzeitigen Umständen aus Druck und Herausforderungen umzugehen. Schauen wir uns zwei entscheidende Wörter im Griechischen etwas genauer an, die uns helfen, der Aussage von Jakobus 1, Vers 4 klarer nachzukommen. Zunächst mal Geduld, Hypomeno, noch etwas genauer betrachtet, bedeutet das Hypo unter, wie unter etwas zu stehen, und Meno bedeutet zu stehen oder zu ertragen. Ich bin unter etwas sozusagen gefangen oder stehe oder ertrage unter irgendeinem Umstand, irgendeinem System. So kann man sagen, Meno bedeutet, an einem Fleck zu bleiben, eine Position zu halten oder zu verweigern, bereits erobertes Gebiet wieder zu räumen. Deswegen ist die Bedeutung, das ist mein Fleck und ich werde mich nicht da wegbewegen. Iris sagte mal, eine Eiche ist eine kleine Nuss, die nicht von der Stelle gewichen ist, die dann zur Eiche wurde, zum mächtigsten Baum in Deutschland. Die Bedeutung dieses griechischen Wortes entspricht in etwa der aus dem Militärischen: haltet durch und gebt kein Stück eroberten Boden wieder auf. Ganz gleich, wie hart der Kampf auch sein wird. Das ist, was wir Christen lernen können. Denn es hat mit Entscheidung zu tun und mit dem Bewusstsein, dass Gott stärker ist als jede Macht, die gegen uns aufsteht. Irgendwann, weißt du, gibt der Feind den Ansturm nämlich auf. Das Zweite, was wir dazu sagen könnten, das betrifft das Wort, das hiermit vollständig übersetzt wird. Und das ist der Begriff aus dem griechischen Holokleros. Das wiederum bedeutet, unversehrt, in allen Teilen vollständig sein, komplett, in jeder Hinsicht ganz. Dieses Wort finden wir nur hier und in 1. Thessalonicher 5, 23, wo es sich auf die verheißene Unversehrtheit von Geist, Seele und Leib bezieht. Die Bedeutung dieses Wortes zielt im Zusammenhang klar auf die Wiederherstellung zu vormaliger Ganzheit ab. Entschuldigung. Jakobus sagt seinen Lesern mit anderen Worten: bleibt so lange standhaft, bis das Werk vollendet ist und ihr in keinem Bereich, weder geistlich noch materiell, irgendeinen Mangel habt. Fantastisch. Das ist cool. Das Ziel klar ist, dann ist Geduld auch gar nicht so schwierig.
Deswegen ist es so wichtig, Gott zu hören, dass wir wissen, was ist denn sein Ziel. Amen. Dass wir die Bibel kennen, dass wir sie lesen, dass wir wissen, was hat denn Gott für uns Gutes vorbereitet. Und dann werden wir viele der Köder des Feindes nicht schlucken, die er uns gerne hinlegen würde, um uns abzulenken. Also Jakobus 1, Vers 4, wo wir jetzt über Geduld uns unterhalten haben, könnte wie folgt interpretiert werden. Aber lass Geduld ihr vollkommenes Werk tun. Ich spreche von der Art der Haltung, die sich geklinkt hat, sich verbietet aufzugeben, wenn Hindernisse kommen und die jede Gelegenheit aufzugeben ausschließt. Amen. Die Standhaftigkeit aber habe ein vollkommenes Werk, damit wir vollkommen und unversehrt sein können und in nichts mehr Mangel oder Entbehrung habt. Boah, das gefällt mir. Ich glaube, das war von Rick Renner, das habe ich geklaut. Jede Gelegenheit aufzugeben, ja, ausschließen. So eine coole Zusammenfassung. Aufgeben ist keine Option. So ist es. Hat das nicht Bruder Kenneth W. Hagin, ist das nicht sein Armbändchen, was sie never give up, never quit? Weißt du, diese Gummibänder? Ich glaube, das ist sein Spruch. Ja. Das ist super. Das ist aber auch von Buzz Lightyear. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. War das nicht von ihm? Kann sein. Hat er geklaut von Kenneth W. Hagin. Bestimmt. Ja, wie auch immer. Also ich nenne das nochmal aus dem Luthertext, dieser eine Vers. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel leidet. Versteht ihr den Zusammenhang? Wir denken immer, oh Gott will uns bestrafen, will uns jetzt erziehen, damit wir geduldig sind und passiv sind. Habt ihr vielleicht bisher gedacht. Jetzt wisst ihr genau das Gegenteil. Weil Gottes Ziel ist, haben wir gelesen, damit wir keinen Mangel leiden. Leidest du noch Mangel irgendwo? Ja, schon. Dann ist das dein Vers. Solltest du auf dem Badezimmerspiegel schreiben. Mit rotem Lippenstift oder so. Und man kann da auch Zettel draufkleben. Iris, lest uns doch nochmal die Neues Leben-Übersetzung von diesem Vers. Die ist ein bisschen länger, oder von Versen 2 bis 4. Aber die drückt es auch sehr schön aus, worum es geht. Okay. Liebe Brüder und Schwestern, das ist jetzt meine Ergänzung. Wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Hi. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Sehr gut. Ich mag das. Ich mag diesen letzten Satz und nichts wird euch fehlen. Ich mag das, wenn Gott mich versorgt, wenn ich Sicherheit von ihm bekomme, wenn ich Trost von ihm bekomme, wenn Versorgung da ist, wenn Gesundheit und Heilung da ist. Und wir haben noch ein Rad übrig. Genau, jedes gute Auto hat ja 4 Räder und das 4. Rad ist die Weisheit. Und als Christen, als Menschen, die wir Jesus nachfolgen, sind wir alle in einem Prozess. Gottes Weg ist die Weisheit, damit er jeden Mangel in unserem Leben beseitigt. Und dieser Trainingsprozess dazu findet in unserem Alltag statt, jeden Tag. Du und ich, wir zwei sind in der Schule, auch wenn wir gar nicht auf irgendeiner Bank sitzen gerade, sondern wir werden trainiert zu wachsen in Weisheit. Und wir lesen aus Jakobus, dem 1. Kapitel, den 5. Vers hierzu aus der Schlachterübersetzung. Da sagt die Schrift: Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, da steht dann nicht, dann denke er länger drüber nach, dann strenge er sich mehr an, dann finde er noch mehr Bücher oder noch mehr menschliche Ratgeber, dann soll er verzweifelt in der Ecke sitzen und heulen, sondern es steht, wenn jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Ist das nicht ein fantastisches Versprechen von Gott? Hier steht, er gibt gerne allen und ohne Vorwurf. Das heißt, du hast null Qualifikation. Du musst nichts bringen. Du musst nichts bezahlen. Du musst nichts. Es ist bedingungslos. Das Einzige, was du machen musst, ist dich demütigen und sagen, Gott, ich habe gerade keine Ahnung. Würdest du mir bitte Weisheit geben? Und das ist doch schmerzfrei, sowas, oder? Das ist doch cool. Und ich sag dir, ich habe so oft keine Ahnung, so viel. Ich brauch das sehr, dass ich dazu Gott gehen kann. Dann Weisheit. Ich habe Weisheit mal tatsächlich meine beste Freundin genannt. Mhm. Mein bester Freund ist Iris, wirklich. Und meine beste Freundin ist Weisheit. Ich stelle mir die immer vor wie so eine
sehr, sehr kluge Frau, die mir alle Antworten geben kann, die ich jeweils brauche. Und so ist sie auch. Die Weisheit ist wunderbar und ist jemand, ohne die ich nie wieder sein will, die ich so oft brauche. Und, lies mal Sprüche 8, das ist, glaube ich, eines der schönsten Kapitel der ganzen Bibel, wo sich Weisheit vorstellt und auch vorstellt, wofür sie in deinem Leben sein möchte, was sie für dich tun will. Und wie viele es aber auch verpassen, weil sie ihr eigenes Ding drehen. Und das ist so traurig, weil sie ist da. Weisheit ist verfügbar. Weißt du, bevor Gott seine Hand für uns öffnet und uns die Weisheit, die wir benötigen, geben wird, gibt es eine Voraussetzung, die wir erfüllen müssen. Und diese finden wir hier in dem Vers 5, in dem Ausdruck von Gott. Im Griechischen setzt sich diese Aussage aus dem Wörtern Parateo zusammen. Para bedeutet an der Seite von und meint eine sehr nahe, Seite an Seite, intime Position, nahe zu jemandem stehen. Und das Wort Theo ist bekannt, bedeutet Gott. Wenn diese beiden Worte zusammenkommen, beschreibt es eine Person, die ganz an die Seite Gottes kommt, die so nah an Gott herankommt, wie irgend möglich, die Seite an Seite mit ihm steht, in guten wie auch in schwierigen Zeiten. Und ich glaube, Gott guckt genau hin, wie wir in schwierigen Zeiten uns verhalten. Suchen wir dann unsere Lösung und irgendwie machen wir da irgendwas oder sind wir dann noch enger an Gott und an seiner Seite und lassen ihn zu uns reden und lassen ihn die Lösung auf uns zeigen. Das ist so cool. In diesem Statement entdecken wir Gottes Bedürfnis und Anforderungen an uns dafür, dass wir die Weisheit von ihm erlangen, die wir benötigen. Wenn wir Weisheit wollen, müssen wir ganz nah an Gottes Seite kommen, um sie empfangen zu können. Oftmals eilen wir nur so in Gottes Gegenwart, werden unsere Gebetsanliegen los und sind schon wieder in den vielen Aufgaben und Anliegen unseres Alltags verschwunden. Und das wäre schade, weil wenn ich was von Iris möchte, dann ist gut, ich bin nah bei und ich sage, liebe Iris, bitte gib mir doch den schönen Land Rover. Dann ist das, viel leichter, wenn ich nah bei ihr bin, das zu empfangen, als wenn ich jetzt am Ende des Raumes stehen würde und sie müsste mir das Ding vielleicht zuwerfen, dann würdest du den Teilen bei mir ankommen. So ist es mit Gott auch, sei nah bei Gott und er gibt dir gerne, was dein Herz wünscht. Du wirst dich wundern, wie großzügig der Vater im Himmel mit denen ist, die wirklich seine Nähe suchen. Nicht nur, weil sie was bekommen wollen. Das ist ja nur ein Nebeneffekt, sondern wir bekommen ihn. Und mit ihm bekommen wir alles, was ihn ausmacht. Und bei ihm ist kein Mangel in irgendeiner Weise. Wenn wir uns Gottes Gegenwart für einige Momente aussetzen, werden wir auch noch darüber hinaus Dinge bekommen, nämlich Gott zeigt uns dann, wo Defekte, wo Schatten in uns sind, die es uns möglich machen, dahin zu kommen, wo Gott uns so gerne hinführen möchte. Er zeigt uns, wo wir Veränderungen brauchen. Ich habe jetzt von Andrew Womack gelernt, anstatt zu beten, Herr, gebrauch mich. Mach mich gebräuchlich. Ja, ich weiß, auf Deutsch klingt das so schräg. Ja. Usable, auf Englisch, ja. God make me usable. Ja. Gott, hilf mir, dass du mich, veränder mich so, dass du mich gebrauchen kannst. Würden wir auf Deutsch vielleicht dann sagen. Früher in den Thomas, die eine Eisenbahngeschichten, ja, das ist ja von einem Vater geschrieben und einem englischen Pfarrer eigentlich für seine Kinder und ist danach ist erst dieses Buch entstanden und dann die Fernsehserie. Aber eigentlich ist die Botschaft auch in diesen Geschichten immer dieselbe. Sei eine nützliche Lokomotive. Da heißt nicht, sei groß, sei schön, sei neu, sondern es heißt, sei nützlich. Sei gebräuchlich für Gott, weil das ist das Ziel unserer Existenz hier auf diesem Planeten. Es ist für ihn nutzbar zu sein. Denn er hat hier einen Plan, einen guten Plan, um Menschen zu erreichen und sie zu segnen. Wir sind Teil davon. Wenn wir durch unser Leben durchrauschen, ohne solche Momente der Zeit, der Stille der Zeit mit Gott zu haben, dann werden wir viele dieser blinden Flecken niemals erkennen, weil der Heilige Geist nicht die Chance bekommt, uns darauf aufmerksam zu machen. Das ist so schade, weil es ist so gewinnbringend, wenn wir die hinter uns lassen und wir lernen sowohl uns selber als auch Gott immer besser kennen. So sieht es aus. Und
noch ein letztes griechisches Wort versprochen. Auch spannend, ja. Macht das. Aus Vers 5. Da steht das Wort geben. Und das ist das griechische Wort didontos. Klingt wie Zahnpasta. Ja, das bedeutet aber was anderes. Das bedeutet einer, der in der Haltung des beständigen Gebens ist. Das beschreibt Gott. Gott ist didontos. Gott ist der, der beständig gibt. Warum kann er beständig geben? Weil er keine Grenzen des Besitzes kennt. Er hat alles in jedem Maß, was jemals irgendwo gebräuchlich ist. Er hat das Universum geschaffen. Jeden Planeten, jeden Raum. Und er ist nicht, wie soll ich sagen, nicht pleite gegangen dabei und hat dann irgendwann nach 10 Planeten aufgegeben und sagt, jetzt habe ich keine Rohstoffe mehr. Ja, de facto haben wir ja überhaupt keine Ahnung, wie groß das Universum ist. Selbst die cleversten Leute sagen, wir können nicht mal die Milchstraße überhaupt begreifen, geschweige denn, was alles danach kommt, weil da ist ja die Milchstraße auch nur ein Staubkorn im Vergleich zu anderen Universen, die es dort gibt und so weiter. Also, Gott ist der großzügigste Geber überhaupt und er liebt uns. Und jemand, der dich liebt, gibt dir gerne. Mhm. Und wenn das jemand ist, der auch wirklich hat, wie schön ist das? Und vielleicht hast du gerade festgestellt, dass einer deiner vier Reifen einen Platten hat oder dass du sogar noch völlig ohne Vierradantrieb unterwegs bist und noch so die altmodische auf dem Felgen fährst. Oh Gott, das wäre übel. Und dann möchte ich gerne für dich beten und möchte dich ermutigen, nötige Entscheidungen zu treffen. Vielleicht gerade in dieser Urlaubszeit, da hat man ja manchmal so die ein oder andere stille Minute, die einem der Alltag sonst nicht so leicht lässt. Vielleicht möchtest du heute Entscheidungen treffen, deinen Antrieb zu überarbeiten und vielleicht von 2 auf 4 Rad zu gehen oder den Platten eben zu reparieren, der da ist. Du weißt, es ging um Freude, es ging um Glauben, es ging um Geduld und es geht um Weisheit. Mhm. Diese 4 Dinge gehören zusammen, die brauchst du. Wo immer du dann einen kürzeren hast von diesen 4 Brettern im Fass, was ich so gerne habe, da läuft das Wasser raus. So verlängere dieses kürzeste Brett. Das möchte ich gerne tun. Einfach im Gebet. Ich glaube, wenn wir beten und wir Gott suchen, dann ist er sehr großzügig und er gibt auch jetzt schon gerne. Mhm. So, wenn du das möchtest, schließ doch einfach mal kurz die Augen und lass mich deine Stimme sein. Und Vater im Himmel, ich danke dir für diese Botschaft. Ich danke dir, dass wir echt im Gelände zurechtkommen sollen als Christen, weil du uns alles gegeben hast, was wir brauchen, um in diesem Leben hier klarzukommen, um in schwierigen Situationen weiterzukommen, ja sogar einen Unterschied zu machen. Du sagst, dass wir sogar Brunnen zurücklassen, wenn wir durch die Wüste müssen. Das ist was passiert, weil wir in deinem Segen unterwegs sind. Egal, wo wir gerade sind, du gleichst jeden Mangel aus nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Und ich bete, dass du jetzt jeden Mann, jede Frau, jeden Jugendlichen, jedes Kind, was hier zuhört und zuschaut, dass du hier hilfst, Entscheidungen zu treffen und etwas wirklich zu wollen, im Glauben zu sehen und zu ergreifen und es nicht mehr loszulassen, in Geduld festzuhalten, die Freude regieren zu lassen über den Umständen und nicht andersrum, wie es normal läuft. Ich danke, Herr, dass wir diese Möglichkeit haben. Und ich bete, Herr, dass hier Geduld echt ein Thema ist, dass wir Dinge auch aushalten, wie das Wort in Galater 6, Vers 9, was sagt, wenn wir die richtigen Dinge tun und die beständig tun, werden wir garantiert eine Ernte bekommen. Und beständig ist ein Wort für Geduld. Und ich bete, dass diese Beständigkeit, dass sie das Leben jedes einzelnen Zuschauers und Zuhörers hier berührt. Dass hier eine neue Qualität reinkommt, auch von der Beziehung zu dir, Gott. Zu dir, Vater im Himmel, zu dir, Jesus, zu dir, Heiliger Geist. Eine neue Erwartung auch an das, was möglich ist. Und eben nicht ein Schönwetterchrist sein, sondern eins, was auch durch Matsch und Wüste und Waldboden kommt, in dir, mit dir zusammen, nah bei dir sein. Ich bete, dass das geschieht, dass jeder Einzelne dir näher kommt, als es bisher schon ist. Und dass du dort deine Dinge überreichen kannst, die du vorbereitet hast für jeden Einzelnen. Mhm. Ich danke dir, dass Segen fließt, dass diese Urlaubszeit, dieser Sommer hier, ein Sommer der Herrlichkeit wird, für jeden, der das hier sieht und hört und entscheidet. In Jesu Namen. Amen. 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 Das ist ein fantastisch gutes Gebet. Ich hoffe, du hast was empfangen. Und vielleicht geht es dir beim Zuhören gerade so, dass du denkst, die reden so mit Gott, als ob die den kennen, als ob er ihr Freund wäre. Und genau das ist er. Und wenn Gott noch nicht dein Freund ist, beziehungsweise wenn du noch nie Jesus Christus, Gottes Sohn, dein Leben übergeben hast, wenn du Gott noch nie um Vergebung deiner Lebensschuld gebeten hast, dann laden wir dich ein, das gerade jetzt zu tun. Weil deine Beziehung zu Gott und die Vergebung deiner Schuld ist nur ein Gebet
weit entfernt von dir. Und das bedeutet aber auch, dass Gott dich nicht nur retten möchte, sondern dass er auch dein Herr sein möchte, dein Chef, dass er am Lenkrad deines kleinen SUVs sitzen möchte und du die Kontrolle ihm übergibst und ihm vertraust, während du durch dein Leben navigierst. Yes. Möchtest du das? Möchtest du das erneuern oder zum ersten Mal tun? Dann sprich mir doch folgende Worte nach. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir alle meine Lebensschuld. Bitte vergib mir alle meine Lebensschuld. Ich entscheide mich heute. Ich entscheide mich heute. Jesus, ich will dir nachfolgen. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von heute an. Von heute an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Und dann in Ewigkeit. Sei du, Jesus, mein Herr. Sei du, Jesus, mein Herr. Amen. 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 Hey, wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, ist es die beste Entscheidung, die du in deinem Leben als Mensch jemals treffen konntest. Und wenn wir dich unterstützen dürfen bei dieser Entscheidung, schreib doch gerne eine E-Mail an pastor@cclm.de und lass uns wissen, dass du diesen Start gesetzt hast. Und wir schicken dir gerne auch was zu, um dich zu unterstützen bei deinem Start ins Leben mit Gott. Ich freue mich darauf, von dir zu hören, definitiv. Ja. Und wenn du uns was Gutes tun möchtest, könntest du uns jetzt ein Like da lassen. Dankeschön. Und unseren Kanal damit ein bisschen unterstützen. Auch wenn du einen Kommentar schreibst, das Ganze geht ja in den Algorithmus rein und wird unser Kanal ein paar Leuten mehr empfohlen. Das wäre schön, weil das ist eine kleine Sache, die jeder tatsächlich tun kann, um unsere Pops ein bisschen zu fördern. Mhm. Vielen Dank im Vorhinein. Ein paar News zum Schluss. Zum einen das kürzlich stattgefundene Herrlichkeitsseminar mit Georg Karl aus Filderstadt ist am 1. August auf YouTube verfügbar. Wir werden es also dann für alle online stellen, die nicht dabei sein konnten. So, merkt ihr das, guckt ihr das an. Ich glaube, es sind zwei Teile, die wir da, oder ich weiß nicht, ob es als ein Teil oder als zwei Teile kommt, aber es kommt das komplette Samstagsseminar auf YouTube. Das sind gute Neuigkeiten. Yes. Am Sonntag, den 3. September, am Ende der Sommerferien, haben wir Homecoming in Hünfelden-Ohren. Das ist unser alljährliches Sommerfest, Homecoming-Gottesdienst. Wir feiern Gottesdienst draußen in der Natur auf dem Grillplatz in Hünfelden-Ohren. Haben danach viel Spaß bei gemeinsamen Essen, Spielen, Gemeinschaft und ist für viele ein echtes Highlight in unserem Kirchenjahr. Also das sei dabei, es ist eine sehr lockere Atmosphäre, sehr schön und viel Spaß. Und wahrscheinlich auch wieder viel Sonne, zumindest hatten wir das letzte Jahr echt Glück dabei und ich glaube, es ist wieder gut. Dann haben wir am 16. September, also auch schon ziemlich nah am Ende der Sommerferien, deswegen sagen wir das jetzt schon, unser Eheseminar in Limburg. Und es sind noch ein paar Plätze frei. So, wir ermutigen dich sehr, wenn du verheiratet bist oder vielleicht verlobt und kurz davor bist, darfst du auch kommen. Komm und nimm das mit, was wir vorbereitet haben für euch. Ich glaube, das wird euch sehr, sehr gut tun als Paar. Egal, wie lange ihr verheiratet seid. Wir alle brauchen ab und zu hier Anstöße und Erinnerungen und Wiederherstellungen und das, glaube ich, wird da geschehen. Mhm. Am 6. und 7. Oktober haben wir dann das Seminar Selbst, Zeit und Zielmanagement. Oh ja. Wenn du keine Zeit hast, solltest du dich anmelden, weil gute Planung und gute Strukturen und ein paar mega hilfreiche Tools und Gedanken hat Bernd für uns. Und ich werde teilnehmen. Ich glaube, ich war bei fast allen deiner Seminare dieser Art dabei und ich lerne jedes Mal dazu, beziehungsweise ich entscheide jedes Mal neu, wo ich an meiner Planung arbeiten möchte und was ich besser machen möchte als bisher und was ich bisher noch nicht umgesetzt habe zu lernen. Und es ist super motivierend, so sei unbedingt dabei. Sehr cool, ich freue mich darauf, dass du mitmachst und auch diese Gelegenheiten nutzt, beim Wochenende zum Beispiel in Limburg zu verbringen, wenn du gar nicht so nah bei uns ran wohnst. Das ist eine gute Gelegenheit, so ein Samstagsseminar wie eben das hier oder das Eheseminar mitzumachen und dann den Sonntag im Gottesdienst zu sein und das schöne Limburg mal zu genießen. Das lohnt sich nämlich sehr. Dann haben wir noch ein Highlight, nämlich vom 3. bis 5. November ist unser nächstes Begegnung mit Gott Wochenende in Bingen. Und zwar ist das wichtig für vor allem für die von euch, die sagen, ich möchte gerne Mitglied im Christuszentrum werden. Genau, weil wir haben am 1. Februar Wochenende, am 1. Sonntag im Februar nächstes Jahr, unsere nächste Taufe. Und das ist immer so der Moment, wo wir auch neue Mitglieder aufnehmen und eben in die Gemeinde hineintaufen. Biblisch verstehen wir das so.
Und eine der wichtigen Vorbereitungen dafür ist definitiv das Begegnung mit Gott Wochenende. So 3 Tage, du und Gott ganz alleine und dann noch ein paar andere Leute, die so mitfahren, aber du wirst selbst merken, Gott geht mit jedem hier anders um und es ist ein sehr intensives Wochenende, wo wir den Schwerpunkt darauf legen, dass Menschen eine persönliche Begegnung mit Gott haben. Und das geschieht auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen und wir hören immer hinterher dann oft von Teilnehmern, was passiert ist und wie großartig das war. Und ich weiß nicht, wenn du noch nie da warst, ist es definitiv die Top-Empfehlung dieses Tages. Fahr mit, melde dich an. Noch sind Plätze frei. Es geht also schon los. Du kannst dich anmelden. Online findest du da auch das Anmeldeformular auf unserer Website unter Shop und so weiter. Da findest du auch Infos über das Bebo, wie wir das abkürzen. Und wer weiß, vielleicht ist der eine oder andere tatsächlich im Februar mit dabei, wenn wir die nächste Taufe haben und du bist Mitglied im Christuszentrum Limburg. Ich spreche jetzt zu Leuten, die das eigentlich im Herzen schon wissen, dass sie eigentlich dazugehören wollen und sollen. Und das ist dann der natürliche Weg. Aber auch alle anderen sind eingeladen, auch von anderen Gemeinden haben wir eigentlich jedes Mal Teilnehmer dabei, die einfach dieses Wochenende mitnehmen wollen für sich und ganz viel mitnehmen. Ja, also sei ermutigt, dich anzumelden und mach es bitte bald. Denn es gibt ein Vortreffen, das ist auch schon nicht so weit nach den Ferien. Und dann die Zeit vergeht wie im Flug, bis 10. Das 2,5 Jahr hat ja schon längst angefangen und ist schnell vorbei. So sieht's aus. Nebenbei gibt es auch noch Impulse aus unserer Glauben-zu-Hause-Reihe. Die Infos dazu findest du auf der Website oder im Gemeindefoyer, wenn du das nächste Mal vorbeischaust. Stimmt. Unser neues Must-Have-Book, Quality Time, Autor Bernd C. Trümper. Den habe ich schon rasiert. Das ist unsere neue Buchempfehlung fürs Quartal, eigentlich sogar für den Rest vom Jahr, haben wir gesagt. Mal schauen, ne? Aber auf jeden Fall, ja. Genau. Wir möchten dich so sehr ermutigen. Viele von euch haben es schon. Lies es und vor allen Dingen setz es um in den wichtigsten Beziehungen in deinem Leben. Weil nichts bereut man am Lebensende so sehr, wie wenn wir hier Dinge verpasst haben und aus Angst, Bequemlichkeit oder fehlender Planung auch Beziehungen nicht so gepflegt haben, wie wir es hätten tun können. Wenn du das Buch möchtest, überweise auf das Gemeindekonto, auf das Spendenkonto vom CCLM 16 Euro und bitte schreib in den Verwendungszweck einfach Buch und deine Postadresse rein. Also ohne kann man es dir nicht schicken. Schulstraße 17 in Hintertupfingen oder wo auch immer du wohnst, Postleitzahl. Wenn du das notierst, dann wissen wir, das Buch muss versandt werden, kostet dich nichts, die Portokosten übernehmen wir für dich. Aber die 16 Euro, die das Buch kostet und deine Adresse muss hin. Wenn du im CCLM bist, wenn du Sonntag im Gottesdienst bist oder bei anderer Gelegenheit vor Ort, kannst du dir das Buch oben im Gottesdienstsaal links vom Kreuz gerne wegnehmen und einen Zettel mitnehmen und dann eben das Geld auch hinterher überweisen. Genau, das geht auch. Deswegen wissen wir, wenn du nur überweist, hast du das Buch mitgenommen. Wenn du überweist und deine Adresse dazu schreibst, wissen wir, du musst es noch geschickt bekommen. Okay, das ist für uns nämlich ein wichtiger Unterschied. Ja, wir haben auch das Buch der neuen Sommerserie liegen, nämlich Der Köder des Feindes von John Bevere. Das hatten wir schon mal als Must-Have-Buch vor einer Weile. Letztes Jahr, glaube ich, war das. Und das wird jetzt die nächsten 4 Sonntage hintereinander im Juli wird es durchgepredigt. Im August wird es durchgepredigt, buchstäblich. Ja, und wenn du das nachlesen möchtest, was wir dir sehr, sehr empfehlen, das ist ein ganz großartiges Buch. Sonst hätten wir es auch nicht ausgewählt für die Sommerpredigtserie. Das wird auch von auf der Bühne ausgelegt, kann auch bestellt werden, kostet glaube ich 14 Euro. Ja, da müsstest du 14 Euro beweisen, musst du dabei schreiben, der Köder des Feindes, so heißt das Buch nämlich, das wird das Richtige zuschicken, wenn du es haben möchtest. Wenn du verheiratet bist und gute Impulse haben möchtest für deine Ehe, kannst du unseren anderen Kanal einschalten, der heißt Talk for Two. Findest du ganz leicht, wenn du das im YouTube-Suchfeld eingibst und die letzte Folge hieß Wie die Schmetterlinge wieder bei euch landen. Das war die Folge 24, aber ganz bald, am 24.08., hast du mir gesagt, ja, wird die nächste Folge dann online gehen und die lautet mehr und besseren Sex haben in der Ehe. Wow. Heißes Thema. Wollt ihr das? Echt? Dann hörst du an. Gut. Sehr gut. Das waren unsere News. Das waren unsere News. Und so wünschen wir euch einen ganz wundervollen Sommer, was auch immer ihr macht, ob ihr Urlaub habt oder einfach durcharbeitet und trotzdem das schöne Wetter vielleicht genießt. Vielleicht habt ihr einen kleinen Pool im Hof stehen wie wir oder irgendeine Möglichkeit, euch auch zu Hause ein bisschen zu verwöhnen. Das wünschen wir euch sehr, dass ihr die Zeit genießt und dass ihr vor allem die Zeit mit Gott genießt. Macht bitte, bitte keinen Urlaub von Gott. Das ist einer der größten Fehler, den man machen kann. Nimm ihn mit in deinem Urlaub.
Nimm die Bibel mit, hab Zeit mit ihm, wo du mit ihm einfach abhängst, mit ihm sprichst, mit ihm zuhörst. Weil er ist so interessiert an dir und er hat so viel mehr für dich, als der schönste Urlaubsort für dich mitbringen kann. Das stimmt. Ja, und bei allem, was dir sonst so passiert, was dir sonst begegnet, was dich vielleicht gerade bedrückt, vergiss das eine nicht. Lass es nie aus deinen Augen. Gott ist schuld an allem Guten in deinem Leben. So sieht's aus, so war es immer, so wird es immer sein. Wir sehen uns wieder. Spätestens am Homecoming, wenn du live dabei sein möchtest, am 3. September in Hünfelden. Wäre doch toll, wenn wir uns da mal sehen. Macht's gut. Bye-bye. Bye-bye.